So, hallo euch allen. Oder wie wir hier in Griechenland sagen, Hellas. Es geht weiter. Wir sind wieder im alten Griechenland unterwegs und schauen uns mal an, was wir hier so alles erledigen können. Wir waren ja hier in dem Tempel des Zeus. Wir holen einmal unseren Ikaros und der zeigt uns, glaube ich, jetzt an. Ich gehe mal in den Schwebemodus. Da haben wir einen Quest, wo wir hin müssen. Ich sehe den Kopfgeldjäger nicht mehr. Hoffen wir mal, dass das. Der ist aber. Na! Der ist doch beim letzten Mal da hinten rumgelaufen. Alter! Das ist der schnellste Kopfgeldjäger der Welt. Super, und gerade in der. Ist hinter mir her. Ach, das wird ja wundervoll. Ich werde mich mal relativ schnell hier wieder in den normalen Modus bewegen. Der Kopfgeld kommt 109 Meter, 110 Meter, 111 Meter, 112 Meter. Okay, ja. Er schleicht sich, wenn ich das richtig sehe. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir wollen doch hier noch ein bisschen questen, ne? Was haben wir denn? In den Fußstapfen der Götter und Auge um Auge. Mit Talos möchte ich noch nicht kämpfen. In den Fußstapfen der Götter, die ist 116 Meter von hier entfernt. Dann nehmen wir die doch mal. Ich muss noch mal gucken, wie weit der Kopfgeldjäger von mir weg ist. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Dann wird er wohl seinen Geschäften anderswo nachgehen. Aber der scheint mich hier echt auf der Insel zu suchen und hier hin und her zu laufen. So, ich gehe mal hier runter. Oh, hier hat jemand eine Kiste stehen lassen. Oh, da ist die Bognerin. Nee, die möchte ich nicht beklauen. Hier kann ich eh was durchsuchen. Zwei normale Pfeile, ein Eisenbrocken und ein Olivenholz. Den habe ich doch beim letzten Mal auch schon gelootet. Dann füllen sich die Sachen wieder auf. Okay, und das Wichtigste hier. Fitze, 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 Fitze. So, wir folgen einfach mal dem Symbol hier. Ich gehe mal auf die Map, wo wir hier hingeführt werden. Hier kann ich die Fotos ausschalten. Oh, vielen Dank für den Tipp. So, da müssen wir hin. Da ist auch der unbekannte Ort. Da haben, wenn ich das richtig sehe, da führt kein Weg hin, kein gar nichts. Da müssen wir also so ein bisschen querfeldein gehen. Ich gehe noch mal so ein kleines bisschen hier rauf und dann werden wir uns gleich wohl dann in die Büsche schlagen. Hier war doch beim letzten Mal alles voller Wölfe, ne? Oh, durch die Sonnenstrahlen. Die Melisani-Höhle. Ja, da müssen wir doch hin. Na, das ist mal eine Höhle. Das andere war so ein kleiner Eingang. Was liegen denn da hinten für Hölzer? Das ist ja wirklich mal eine richtige Höhle. Mal. Okay, das sieht nach irgendeiner Vorrichtung zum Arbeiten aus. Ah, okay. Ich gehe mal vorsichtig wieder zurück. Wir wollen hier nicht runterfallen. Ich scanne mal. Okay, hier ist dreimal nichts. Das sieht nicht so tief aus, als ob ich das überleben würde, wenn ich da runterhüpfe, oder? Aber wir testen. Oh! Alter! Was für ein Sprung! Gleich mal eine Kriegssense hier unten gefunden. Oh, hier ist ja noch mehr. Drei Drachmen. Er hier vorne hat den Sprung wohl nicht so gut überstanden. Ah, das war ja mal eine ganz lässige Nummer.
Missionsziele vor Ort zeigen. Wir schauen uns mal irgendwas an. Wir haben hier ein Ostragon-Rätsel und wir haben hier einen Schatz zu plündern. Gut, den ersten, glaube ich, haben wir jetzt gerade schon geplündert, ne? Ah, sieht das gut aus hier. Quallen. Ich habe mal irgendwo gehört, dass die ganz böse wehtun können. Ah, oh, wunderschön. Das muss ich mir hier vorne einmal kurz angucken, bevor wir in die Höhle hineingehen. Ich kletter mal hier hoch. Haben wir hier was? Ich scanne mal. Nö, hier haben wir nichts. So viel zu dem Thema, ich nehme keinen Schaden, wenn ich irgendwo runterfalle. Okay, dann gehen wir mal da vorne in die Höhle hinein. Wir haben hier einen Speer zu finden. Ich tauche nochmal eine Nummer. Mach auch hier nochmal einen Scan. Ich habe es doch blinken gehört, oder? Ich habe es blinken gehört, aber ich sehe nichts im Moment. Ich drehe mal hier so eine kleine Runde. Scanne nochmal. Hier höre ich gar nichts. Ah, da unten. Das sieht doch nach dem Rätsel, nach dem Ostragon-Rätsel aus, oder? Jawohl. Bodenloser See. Hast du den Sprung gewagt? Alle auf der Insel glauben, hier könnte man am tiefsten tauchen. Aber es gibt einen See an der Küste der Kolliadi, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden können. Ah, okay. Ja, sehr schön. Das hätte ich ohne das Klingen, glaube ich, gar nicht entdeckt. Also für mich die wichtigste Fähigkeit in Assassin's Creed. Definitiv. So. Dann schwimmen wir mal Richtung Höhle. Hier ist es aber duster. Hier ist es aber richtig duster. Habe ich diese Fackel noch dabei? Ja. Ich kann jetzt nicht sagen oder behaupten, dass es hier mit einem Schlag unvorstellbar hell geworden ist. Wir hüpfen mal. Ach, hier schwimmt man weiter. Ah, okay. Brauchst du Licht? Rüste in dunklen Bereichen eine Fackel aus, um deine Umgebung zu erleuchten. Ja, das würde ich gerne. Fackel. Da sind die Pfeile, aber die... Ich habe keine Fackel mehr, jede Wette. Das ist natürlich mörderisch intelligent gewesen, die hervor anzumachen. Ich scanne mal. Okay, hier in dem Raum scheint nichts zu sein. Ich schwimme einmal zurück, um Luft zu holen. Scanne hier nochmal. Und danach, wir haben es ja schon gesehen, dass es da unten noch weiter ging. Aber erstmal wieder ein bisschen Luft holen. So. Und wieder rein. So, hier waren wir eben. Da ist was. Sieht nach Eisen aus. Ja, wir scannen mal. Da oben haben wir noch was gesehen. Wieder Eisenbrocken. Ist hier oben. Ja, wunderbar. Hier kann ich auch Luft schnappen. Das ist doch schick. Wir scannen. Aber hier. Oh, oh, ah! Okay, eine Fackel. Dann bin ich wohl nicht der Erste, der hier gewesen ist.
Ich hatte doch eben noch irgendeine Waffe gefunden, fällt mir da gerade ein, ne? Als wir da unten den Klippenspringer gemacht haben. Was war das denn für eine Waffe? Glaube ich, diese Kriegssense Level 1 hier, ne? Aber die war jetzt wirklich nicht so prall. Nee, dann bleiben wir hierbei. Erstmal. Ja, und dann schauen wir uns jetzt mal diese Höhle an hier. Meine Missionsziele. Das Ostragon-Rätsel haben wir. Aber wir suchen noch einen Schatz hier. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig, ne? Ich weiß ja nicht, was mich hier erwartet. Ich scanne mal. Oh. Hier blinkt's an allen Ecken. Da oben. Ich das Stimmen gehört? Ja, ne? Auf Das jeden Gebiet Fall. wird gut bewacht. Ich hab's nur gehört, ich hab's aber noch nicht gesehen. Da drüben war doch auch was, ne? Hier wird mir jetzt nichts mehr angezeigt. Ich bin in einem Sperrgebiet, okay. Geht nur mir das so oder sehe ich hier nichts? Ah, da vorne sind die beiden Jungs. Beziehungsweise, ich denke mal, eher Mädels von den Stimmen her. Hab ich hier nicht eben irgendwo noch etwas gesehen? Doch, da vorne. Zwei Gegner Level 3, ne? So, ich tarne mich mal und pfeife. Ich bin ganz sicher, dass ich was gehört habe. Ah, sie kommt aber alleine. Die haben wir erledigt. Gehen wir jetzt hier hinten mal ab. So, was einmal geklappt hat, kann doch bestimmt noch ein zweites Mal klappen, oder? Wir pfeifen. Hm? Wer da? Ach, sie hätten ja auch zusammenkommen können, die beiden, aber sind wir ja nicht traurig drum. Aber interessant, ich habe eigentlich hier mit der Höhle gerechnet, dass wir hier ein paar Sachen, dass wir diesen Speer hier rausholen, aber mit menschlichen Gegnern habe ich nicht unbedingt gerechnet. So, ich gehe mal vorsichtig weiter.
Oh, das sieht gut aus, oder? Ich höre keine gegnerischen, also ich höre keine Stimmen. Ach, ich war wohl nicht der Einzige, der hier schon mal in dieser Höhle nach irgendetwas gesucht hat. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Da oben auf dem Felsvorsprung ist noch was. Das holen wir uns mal eben. Bevor wir uns um die große Truhe kümmern. Hier scheint wohl nachher der Ausgang irgendwo zu sein. Okay, dann hätten wir den auch schon mal gefunden. Ja, dann schauen wir doch mal nach, ob hier der Speer drin ist. Ich bin gespannt. Schatzplündern, Speer des Kephalos. Ich tauche mal schnell ab, nicht, dass daraufhin jetzt hier irgendwelche Leute auf einmal meinen. Oh, ich bin Level 4 geworden. Warte, ich bin ja hier, glaube ich, relativ in Sicherheit. Ne? Das heißt, wir gehen mal in unser Menü hinein. So, erstmal schauen wir mal im Inventar. Ein Beutel. Da haben wir den Speer des Kephalos. Mit diesem Speer in der Hand muss der Träger seine Ziele mit Bedacht wählen. Laut der Legende erhielt Kephalos ihn von den Göttern. Seine einzigartige Kraft, er verfehlt nie sein Ziel. So ein Speer könnte Robert Lewandowski von den Bayern auch gebrauchen. So. Einen rostigen Streitkolben, der zu beschädigt ist, um noch geführt zu werden. Ein gebrauchtes Messer. Dieses Messer mag alt sein, aber es ist trotzdem noch ziemlich scharf. Es gibt ja Leute, die sagen so etwas auch über mich, aber es ist eine andere Geschichte. So. Fähigkeiten. Wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Meine Offenbarung kann ich noch nicht wieder leveln. Meinen erhöhten Attentäter-Schaden auch noch nicht. Ich bleibe bei dem Attentäter. Nahkampfwaffen und Standardpfeile richten für 15 Sekunden Giftschaden an. Wenn die Giftanzeige deiner Gegner voll ist, werden sie vergiftet. Die Vergiftung verursacht Schaden über Zeit, schwächt Rüstungs- und Schadenswerte des Gegners. Erfordert kein Adrenalin. Da ich die anderen tollen Sachen hier unten alle eh noch nicht machen kann und ich in dem Attentäterbaum bleiben möchte, rüsten wir das einfach mal aus. Ach, guck an, Fähigkeiten zuweisen. Wähle aus, wo diese Fähigkeiten zugewiesen werden. Drücke X, Kreis, Quadrat oder Dreieck. Das ist ja unsere erste Fähigkeit, ne? Da nehmen wir das X für. So, das heißt, jetzt halte ich L1 und X gedrückt, um Giftschaden zu machen. Der ist also auch zum Aufleveln, 1 von 3. Sehe ich das? Ah, dann geht. Sobald ich L1 drücke, habe ich dann, wird dann dieses Menü auch im Vordergrund. Da bin ich ja mal gespannt. So, haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Ich höre kein Pling. Wir sind doch eben irgendwo hochgeklettert, wo wir gedacht haben, da geht's weiter. Hier war das. So, dann kraxeln wir mal hier hoch. So, da war der Feuersch. Alter! Du wirst uns ver- Hier ist aber einiges los, ne? Da habe ich gar nicht mit gerechnet. So, Fragezeichen, der ist also, der schöpft noch Verdacht. Ich würde die Leiche gerne da vorne wegholen. Scheiße, jetzt hat er mich gesehen. Nicht weit sein. Ich finde ihn.
Euro. Den haben wir schon mal fachmännisch entsorgt. Ich glaube nicht ganz so, wie die Entwickler sich das vorgestellt haben, aber er ist erstmal weg. Oh, da kann ich was mitnehmen. Da auch, da auch. Ich pfeif mal. Hat er mich gehört? Er kommt wieder. Jede Wette. Ah, der kommt da nicht durch, durch diese... Da muss ich gleich durchschleichen. Ich warte jetzt mal, bis er sich wieder umdreht. Vielleicht... Da komm. Hey, hier ist nichts. Hier ist alles cool. Dreht er sich nochmal um? Irgendwann? So. Hat sein Schwert schon mal weggesteckt? Ah, der dreht sich nicht um, oder? Der guckt weiterhin konzentriert in meine Richtung. Einige Dehnungsübungen. Das hilft ja nichts, wir müssen ja hier durch. So, L1. Ah, jetzt fängt mein Uiuiui. Klettermaxe. Los nicht, du könntest mir entkommen. Ich habe ihn, glaube ich, vergiftet, ne? Entschuldigung, ich war jetzt wegen dem Gift ein bisschen zu irritiert. Den heben wir auch mal auf. Ich lasse ungern Leute, die ich gemeuchelt habe, einfach so liegen. Aber das war jetzt nicht so der Rieseneffekt. Ich wollte ihn eigentlich hier ins Gebüsch. So. Das Platschen, also jetzt ist er zwar getarnt, aber das Geräusch war so laut, das müsste kilometerweit zu hören gewesen sein. So, wir scannen mal. Oh, hier ist aber alles voll. Das nehmen wir natürlich alles mit. Weil nach meinem Besuch beim Schmied gestern, sage ich ganz ehrlich, freue ich mich auf das Craften. Also um dieses Aufwerten, um dieses Gravieren. Da bin ich schon ganz heiß drauf. So. Wir scannen nochmal. Hier ist aber nichts mehr, ne? Waren das die einzigen Waffen, Wachen, die wir hier hatten? Bin mal lieber vorsichtig. Das ist der Ausgang, oder? Oh, wie die Sonne hier reinknallt. Noch passt hier alles. Wunderbar. So, ich gehe gleich mal wieder in Deckung. Oh, Junge. 50 Meter. Was war denn das für ein Geräusch? Das, als ob Godzilla kommen würde. Sieht er mich? Also wenn er mich sieht, renne ich wieder in diese Höhle rein. Der ist jetzt aber verdammt nah gekommen. Der geht auch nicht wirklich weg, ne? Hallo, mein kleines Pferd. Ella. So, komm, gib Gas. Bring erstmal hier ein paar Meter zwischen mich und dem Kopfgeldjäger. Danach schauen wir erstmal zu begegnen. Na los, na los! Ella! Ruhig jetzt! Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo? Da ist er. 118 Meter. Ja! Ich würde jetzt gern das Quest abgeben, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber wenn da der Kopfgeldjäger rumläuft. Hm?
Ah, in den Fußstapfen der Götter. Und auf geht's. Oh, da Küder! Ach, du heilige Mutter! Rieche ich oder woher wusste der, dass ich hier bin? Ich reite jetzt gerade mal so ein bisschen hier durch die Gegend. Versuche einen Bogen zu machen um den Kopfgeldjäger drumherum. Und ich sollte wirklich mal irgendwo sehen, dass ich... Oh, Olivenholz, das nehme ich mit. Komm schon. Da rennt er, der Sack. Der wusste genau, wo ich bin. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Surf and Turf. So, aber während er jetzt da hinten rumrennt, kann ich doch zu der Priesterin rennen und die Quest abgeben, oder? Die soll jetzt noch nicht lange rumschwafeln. Quest abgeben, Belohnung geben. Und ich bin wieder weg. Wo ist er? 105, 104 Meter entfernt. Ich rede mit ihr. Alexios, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? So, jetzt könnte ich abwägen. Ich habe ihn nicht gefunden. Sprechen wir über meine Belohnung. Ich bin ein Söldner. Ich arbeite gegen Geld. Aber ich bin ein lieber Kerl, deswegen... Betrachte ihn als Spende für den Tempel. Was? Keine Belohnung? Oh, Alexios, ich stehe in deiner Schuld. Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. Oh, das ist lieb. So, der Kopfgeldjäger, der rennt jetzt da hinten rum. Aber jetzt kommt er wieder, oder? Oh, aber mit riesen Schritten kommt er. Ich hätte gerne... Schaffe ich es noch... Der hat echt Witterung aufgenommen. Ich muss an meinem Körpergeruch arbeiten. Ich laufe mal ein kleines bisschen. Ein Clubabzeichen freigeschaltet. Novize, okay. Da scheint der Ubisoft-Club zu sein, nehme ich an. Freuen wir uns drüber. Wie weit ist er weg? Der macht mich nervös. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich spüre eine gewisse Grundnervosität in mir. Aber wir sind ihm, glaube ich, gut aus dem Weg gegangen. Gut zu wissen, dass man ihn so ein bisschen weglocken kann. Und er einem dann... Das war doch schon mal nicht verkehrt. Ich renne hier nochmal ein bisschen... ich mache nochmal so ein paar Meter zwischen ihn und mir. So, jetzt sind wir aber... Ja, das sieht doch gut aus. So, ich schaue mal kurz in meinen... in mein Menü hinein. Da ist er. Talos, die Steinfaust, Stufe 5. Jetzt sind wir Stufe 4. Talos, bald sind wir auf einem Level und dann werden wir beide mal zusammen reden müssen. So, meine nächste Quest, ich mache die Hauptquest, die mache ich am Ende. Ich versuche immer so ein bisschen in dem fortlaufenden Quest-Level-Bereich zu bleiben. Also nehme ich jetzt mal ich und mein Holz, die ich verfolgen möchte. Oh, ich wollte noch mal eine Sache schnell gucken. Die Quest, die wir jetzt gerade... Ach, Kategorie, Kopfgelder... Ja, ich würde sagen, wir haben den Speer erfolgreich besorgt. Wir sind im Kopfgeldjäger. Kommt er da unten schon wieder? Nein, ne? Nein. Wir sind dem Kopfgeldjäger erfolgreich aus dem Weg gegangen. Dann würde ich mal sagen, werden wir uns beim nächsten Mal um das Holz kümmern. Ich um mein Holz. Das heißt, wo müssen wir denn da hin? Oh, da müssen wir rüber in das verfluchte Tal von Pale. Bin ich denn hier überall mit fertig? Hier ist der Schmied, der unentdeckte Ort mitten im Wasser. Was haben wir hier? Ithaka, was ist denn? Oh, da sehe ich da ein Questlevel. Eine kleine Odyssee, Stufe 4. Ich müsste eigentlich dann auch bald über das Wasser drüber. Aber mein Ziel für die nächste Geschichte ist also hier. Ich und mein Holz.
drüben in dem Tal von Pale. Hat auch den Vorteil, oder das Wunderbare, die Nebensächlichkeit, dass ich damit weit weg bin von unserem Kopfgeldjäger-Freund. Und ich würde mal sagen, damit hören wir auf für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.